Update 1.0.1 ist da und ja, die Community hatte einige große Erwartungen an den nächsten großen Patch. Da gibt es zwei große Punkte. Einmal Typhoon Overlord und einmal das Combat Power System. Und beide Sachen werden hier in diesem Patch adressiert. Schauen wir uns doch mal alles an. Und zwar gibt es ja so ein bisschen das Problem, dass je länger die Season dauert, umso leichter kommt man an Combat Power. Und dementsprechend ist es aber auch so, dass es sehr früh in der Season sehr schwierig ist, an Combat Power zu kommen. Und einige Leute, die vor allem recht weit oben spielen, die haben dann das Problem, dass sie viel, viel mehr Combat Power abgezogen bekommen, als dass sie dazu bekommen. Theoretisch würde sich das Problem mit der Zeit lösen, aber das ist natürlich ein bisschen demoralisierend, auch für Spieler, die vielleicht in irgendeinem anderen Bereich auf einmal spielen wollen, mal ein 1 vs. 1, wenn sie sonst nur 2 vs. 2 spielen und dann da jetzt nicht ganz so versiert sind, dann können natürlich Verluste bedeuten, dass man sehr stark wieder absteigt und nicht weiter Belohnung bekommt. Und jetzt wird das Ganze so überarbeitet, dass diese Abzüge nicht mehr so gravierend ausfallen, dass man sehr viel Combat Power dazu bekommt, dass man mehr Belohnungen bekommt und dass eine weitere Grandmaster League eingeführt wird. Ob das jetzt bedeutet, dass es einfach nur ein weiterer Rang ist oder wie diese Liga aussehen wird, da müssen wir uns so ein bisschen überraschen lassen. Des Weiteren gibt es ein paar Performance-Optimierungen wieder. Das haben wir jetzt in vielen Patches schon gehabt und ich finde es auch gut, dass sie da weiter dran schrauben. Jetzt aber zu den Balance-Änderungen. Also, hier wird jetzt am Typhoon geschraubt, um genauer zu sein an der Barrier. Das ist ja sozusagen der Schild-Tag. Und der wird jetzt ein bisschen teurer, wird von 300 auf 400 angehoben. Und nicht nur das, auch die Lebenspunkte der Barrier verändern sich von 10.000 pro Rang auf 8.000 pro Rang. Ist also schon ein heftiger Nerf. Und hier wird auch nochmal angedeutet, warum das Ganze geschehen ist. Es ist einfach zu kosteneffektiv gewesen. Das Problem ist aber so ein bisschen, dass eher die Kombination aus Typhoon und Overlord insgesamt schwierig war. Der Typhoon alleinstehend, ich würde ihn gar nicht mal so als problematisch bezeichnen. Und ja, wir werden einfach mal austesten müssen, ob das hier das eigentliche Problem löst oder nicht. Denn sehr bedeutsam in dieser Kombination ist natürlich der Overlord und der wird besonders nochmal angepasst. Und überraschend stark, nämlich die Fähigkeit der Overlord Artillery, manchmal nennt man das auch Ground Cannon, wird heftig genervt. Also es macht nicht mehr Schaden von 11.000 pro Rang, sondern nur noch 4.000. Ganz recht gehört. Aber die Range wird erhöht von 120 auf 140. Das bedeutet grundsätzlich, dass man jetzt auch zum Beispiel Range spielen kann und launche Overlord und dann die Overlord Artillery, weil das dann ungefähr die gleiche Reichweite hat. Die Overlord Artillery sollte dann 10 Reichweite mehr haben als der Overlord, wenn er diese beiden anderen Upgrades noch hält. Und sonst war das ja nicht wirklich gut möglich, das zusammenzuspielen. Zum Beispiel Range und Overlord Artillery sollte man eigentlich nie zusammenpacken, weil dann die Overlord Artillery halt nicht geschossen hat und der Overlord einfach zu weit weggestanden ist. Ja, das ist jetzt ein heftiger Nerf. Die Entwickler schreiben dazu, dass hier eventuell der Overlord durch diese höhere Reichweite auch der Overlord Artillery vielleicht auch mehr in Standard-Setups mitgenutzt werden kann und halt nicht nur rein offensiv. Tja, wir werden sehen. Jetzt ist das Upgrade natürlich super teuer hier. Overlord Artillery kostet natürlich hier immer noch 350 und macht wesentlich weniger Schaden. Stormcaller erhalten hier auch einen Nerf. 6% wird der Attack-Wert abgeschwächt. Und hier heißt es auch nochmal von den Entwicklern, dass seit die Tarantula mit hinzugenommen wurde zum Spiel, die Stormcaller besonders stark geworden sind. Die sind natürlich auch der Counter zu Taranteln, vor allem im Early Game, und sie sind einfach gegen zu vieles zu gut, vor allem in Standard Setups, muss man sagen. Und jetzt muss man sich halt wirklich überlegen, dass wenn irgendwelche großen feindlichen Einheiten auftauchen, dass man eventuell doch noch eine gesonderte Antwort findet, denn ansonsten haben Stormcaller schon sehr lange auch Großeinheiten mit beschädigen können. Und jetzt gibt es ja seit neuestem auch so ein bisschen den Trend, die Splash-Artillerie zu spielen, und die nimmt ja 30% Attack-Wert auch nochmal weg. Das ist dann hier natürlich auch nochmal empfindlich, muss man doll aufpassen, ob man diesen Tag dann wirklich drücken will oder nicht. Kommen wir zum nächsten großen Punkt, und
Ja, das ist fast sogar noch wichtiger als Typhoon Overlord. Das ist die Loose Formation der Crawler. Also eigentlich völlig übermächtig. Ich habe es am Anfang total unterschätzt. Die Kosten wurden ja von 200 auf 400 erhöht. Und ich dachte dann, oh, das nimmt man ja nie wieder rein. Aber das ist einfach ein Must-Have-Tech. Und jetzt haben sie das sehr interessant gelöst, beziehungsweise ist ein Lösungsversuch. Wenn man den Tech drückt, dann gehen die Lebenspunkte der Crawler um 30% runter. Und das soll speziell dafür sein, dass dann Mustangs, die man ja für Loose Crawler generell dann braucht, weil man sowas wie Arclets dann nicht mehr wirklich effektiv benutzen kann, dass die dann natürlich diese Crawler effektiver bekämpfen. Und ich finde es erstmal eine sehr kreative Lösung. Auch hier bin ich ein bisschen skeptisch, ob das so ausreicht oder nicht. Wir werden sehen. Fortress wird hier tatsächlich genervt, kam in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr im Trend auf, wurde öfter angewendet. Wir haben jetzt sogar Elite Fortress gesehen. Und ja, die Fortress-Liebhaber werden hier wahrscheinlich ein bisschen weinen. Marksman bekommt auch eine Anpassung, und zwar des Elite-Marksman-Tags. Und zwar wird jetzt der Attack-Bonus von 20% pro Rang auf 17% pro Rang runtergesetzt. Und dieser Tag hat ja schon in der Vergangenheit viele Nerfs erfahren, zum Beispiel auch im Bereich der Reichweite. Und jetzt muss man sich langsam wirklich fragen, lohnt es sich denn noch, hier diesen Tag drauf zu packen? Wenn man denn mehr Schaden möchte, warum packt man denn nicht einfach Double Shot rein? Reicht normale Reichweite denn nicht eigentlich aus? Also hier kann man wirklich sehr stark rumexperimentieren, ob ein anderes Tech-Setup ohne Elite Marksman denn nicht sogar sinnvoll wäre. Der Vulcan wird auch noch ein bisschen angepasst. Ich denke mal, das hat mehr mit der Änderung von der Overlord Artillery zu tun und eventuell auch der Stormcaller, indem er ein bisschen weniger Lebenspunkte bekommt. Und ich denke, das kann man hier auf jeden Fall vertreten. Melting Point wird auch geändert, aber nur die Variante des Assault Melting Points. Der wird ein bisschen schneller. Von 3 auf 5. Ich persönlich nutze die Karte allerdings kaum. Steel Ball, auch hier eine Anpassung bei einem sehr interessanten Upgrade, nämlich dem Fortified Target Lock. Und das sorgt dafür, dass der Steel Ball innerhalb einer gewissen Reichweite das Ziel anvisiert, was die meisten Lebenspunkte hat. Und das gab bisher einen Malus bei der Reichweite und den haben sie jetzt weggenommen. Also, ich bin mal gespannt, ob das dann mehr Anwendung findet. Auch bei den Arclights gibt es eine Anpassung des Elite Marksman Tags. Auch hier, der Attack Bonus wird runtergesetzt von 25% auf 22%. Scorpion wird tatsächlich hier ein bisschen abgeschwächt von den Lebenspunkten. Er ist den Entwicklern hier wahrscheinlich ein bisschen zu tanky, ist aber, steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Anpassung von Field Maintenance. Und das hat damals schon vor längerer Zeit dem Scorpion eigentlich mehr Lebenspunkte gegeben und halt Regeneration. Und jetzt haben sie es einfach wieder ein bisschen rückgängig gemacht und geben ihm diesen Lebenspunktebonus wieder hinzu. Sehen das aber wahrscheinlich kritisch, wenn der Scorpion dann insgesamt zu viel Leben hätte. Deswegen diese erste Anpassung hier. Ich denke, ich würde hier tatsächlich sogar Field Maintenance wieder reinnehmen. Über Armor. Armor gibt ja 50% mehr Leben. Aber diese Regeneration ist schon recht stark. Zum Beispiel gegen Artillerie, die ja jetzt sogar genervt wurde. Oder zum Beispiel gegen einzelne Marksman-Schüsse. Ja? Dann heilt er ja in der Zwischenzeit meist ziemlich gut wieder hoch. Die Firebadger, beziehungsweise die Upgrades davon, werden vergünstigt. Das überrascht mich ein bisschen. Napalm hier von 300 auf 200 und Scorching Fire von 250 auf 200. Ich fand eigentlich den Firebadger in einem ganz guten Spot. Ich hatte so den Verdacht, dass er viel, viel zu stark ist. Aber diese Änderung habe ich jetzt hier nicht vorhergesehen. Denn ich denke, Napalm hat man schon gedrückt, wenn man es halt braucht. Dafür waren die 300 auch angemessen und Scorching Fire ist generell auch recht stark. Hätte meiner Meinung nach auch keine Anpassung benötigt. Dann haben wir noch eine Vergünstigung von den Armor Piercing Bullets bei der Tarantula. Das ist ja der Tag, der der Tarantula mehr Schaden verleiht. Und das ist jetzt recht günstig. Auch hier kann man überlegen, ob man eventuell einen Tag dafür rausnimmt. So, dann gab es noch ein paar kleine einzelne Bugfixes und ich denke, wir können sehr gespannt sein. Ich bin natürlich an eurer Meinung interessiert. Was sagt ihr zu den Änderungen? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns. Ciao, ciao.